Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Das Training lief gut. Heute haben Sie im Training wirklich alles gegeben. Testen Sie neue Komponenten? Ich habe die Komponenten getestet. Und eben auch mich, denn ich bin auf beiden Modi auf Anschlag gefahren. Das ist Hülkenberg womöglich noch nicht, aber erst einmal hallo und willkommen zum Qualifying aus Spanien. Nur mal ganz kurz, Hülkenberg, von ihm konnte ich mir leider keine Zeit auf roten Reifen notieren. Unsere Bestzeit auf roten 1:19.735, Hülkenbergs Bestzeit 1:21.401 auf gelben. Meine Bestzeit auf gelben 20:06. Aber ich schätze mal, Hülkenberg hat noch nicht alles gezeigt. Alles im Training gegeben, neue Komponenten getestet. Wir haben viel in unser Aero-Paket investiert. Das habe ich ausprobiert. Es ist wichtig, dass wir so viel Zeit wie möglich auf der Strecke haben, um wichtige Daten zu sammeln. Ich kann einfach nicht genug vom Schnurren des Motors bekommen. Wir führen Belastungstests einiger Komponenten durch. Es sieht aber alles sehr vielversprechend aus. Ja, gewissermaßen war es ein Belastungstest. Auch generell bin ich relativ wenig auf niedrig herumgefahren. Das war schon mal bedeutend mehr. Im Training sind Sie regelrecht geflogen. Glauben Sie, das lässt sich aufs Qualifying übertragen? Ich hoffe. Das sollten wir. Der Wagen liebt diese Strecke, oh ja. Und ich auch. Der Wagen ist unzerstörbar. Im Qualifying können Sie sich auf was gefasst machen. Das ist zu großkotzig. Die Aero-Abteilung hat Wunder vollbracht. Das Qualifying sollte ein Kinderspiel werden. Wir sind auf dem letzten Platz und haben bei der Aero erst zwei was entwickelt. In der gesamten Karriere. Natürlich, es ist dasselbe Auto mit demselben Motor. Klasse, das war dann alles. Wir könnten aber wirklich noch mehr Abtrieb gebrauchen. Und das zusammen mit dem guten Motor, das ist einfach eine Wunderwaffe. Aber ich hatte ja bin ja bei F1 2017 nicht groß in den Chassisgenuss gekommen, weil ich da nicht mehr entwickelt habe. Das werden wir hier spätestens nach der dritten Saison haben, dass wir alles genießen konnten. Aber soweit denke ich noch nicht. Mal gucken, wie erstmal Saison 2 wird. Wir haben ja einen dicken Vorsprung auf dem Leistungsdatenblatt und das ist gar nicht mal so ungelogen. Und sehr wahrscheinlich wird das Kampf zwischen Hülkenberg und uns um die WM-Krone werden. Nachrichten. Hohe Erwartungen hat es an uns. Wettervorhersage bleibt natürlich weiterhin trocken. Auch wenn es gegen Ende bewölkt wird, da könnte es ja vielleicht regnen. Also schnellstmöglich eine Zeit setzen. Und das gehen wir jetzt auch mal an. Das heutige Qualifying hier auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona geht demnächst los und wir haben ein prächtiges Spektakel zu erwarten. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. Auf der Heizdecke stand doch Back, oder eigentlich heißt das Rear. Die Back-Tires. Gebäck, was? Autoeinstellungen. Flügel 9,6, jo. Und die Höhe 6,7, jo. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Ich überlege gerade, was mache ich in Q2. Wir werden womöglich schnell genug sein, um mit den Gelben starten zu können, aber will ich das gegen meinen Teamkollegen auf einer Strecke, die mir liegt? Ich habe dann zum Beispiel einen Vorteil im letzten
Stint, wenn ich im ersten Stint vorne bleibe, auf den Geraden. Ich weiß noch nicht, das überlege ich mir noch. Jeff, sei leise. Alles klar. Jetzt muss ich erstmal die Reifen auf Temperatur bekommen. Die Hauptsache ist, dass wir im Rennen nicht die weißen Reifen fahren. Mit Rot und Gelb werden wir das Rennen beenden können mit einem Stop. Wenn das in der letzten Saison möglich war, dann geht es auch diese Saison. Mit einer verbesserten Reifenabnutzung. Guck, wie man von hier die Tribüne aussieht. Kann ich zwar nicht wirklich oft hinschauen, aber jetzt habe ich es mal eher wahrgenommen. Jetzt habe ich gerade mal die Zeit. Ist jetzt so etwas Abstand zum Mercedes zu gewinnen. Dann kann es im Grunde auch schon losgehen. Erstmal bloß auf hoch in der ersten Runde. Da kommt wer raus, aber auf jeden Fall hinter uns. Ein Ferrari. Weit außen gewesen. Na, da kommt mir etwas zu sehr rum. Etwas zu weit in Eingangs. Dem Mercedes sind wir auf jeden Fall näher gekommen. Bottas Bestzeit, aber die wird egalisiert mit 19.3. Und dabei sind wir ja bloß auf Hoch- bzw. Mittel gefahren. Kimi auf den roten, Bottas auf den gelben, okay, na gut. Fahrer hinter mir. Raikön hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,20,4. 20,4 aber bei Kimi. Über eine Sekunde langsamer auf auch roten Reifen. Also wenn ich mir keine Böcke leiste und Hülkenberg so vorbeikommt, schätze ich mal, wenn ich meinen Strom... Ich rede die ganze Zeit gegenüber Hülkenberg, dass ich das Rennen auf 1 und er auf 2 bestreiten werde. Aber ich nehme an, ich werde die Pole holen. Und mal abgesehen davon, wer hinter mir ist, wenn ich gegenüber dem Zweitplatzierten, ich mit gelben Reifen, er mit roten, mich einfach vorne halten kann, dann ist das Gold wert. Ich muss es einfach schaffen und dann... Fällt uns der letzte Stint einfach, weil wir wieder mit Roten unterwegs sein werden. Vielleicht macht die Konkurrenz auch noch zwei Stops. Also in unserem ersten Stint auf Gelben, auf der 1 sein, das wird viel ausmachen. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Fahrer hinter mir. Viertel hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 19,7. 19,7, 14 hinter uns. Aber wann bin ich denn zuletzt mal in Q1 nach einer Runde reingekommen? Ja, die Runde war wirklich nicht verkehrt, aber Verbesserungspotenzial auf jeden Fall drin. Abgesehen jetzt mal vom Strom, aber von meiner eigenen Fahrleistung habe ich gemerkt, ja, hier und da, keine Frage. Aber für den ersten Schwung schon nicht verkehrt.
Da muss aber auf jeden Fall noch eine 1.18er drin sein, spätestens in Q3. Hülkenberg fährt jetzt raus. Jetzt hat er gesehen, was geht, jetzt will er das auch schaffen. Wir warten mal Hülkenbergs Zeit ab und wir können ja mal gucken, welche Gänge er so fährt. Oh, mir gehört der letzte Sektor nicht. Minimal vor Vettel im ersten. Sehr weit vorne im zweiten. Aktuell Platz 10, fast 2 Sekunden hinter uns. Wo ist denn der Hülkenberg? Noch gar nicht zu finden, weil er noch rausfährt. Da ist er. Er ist schon weiter draußen. Er war noch nicht in der Boxengasse. In der Boxengassenausfahrt. Dritter Gang, ja, das kann man machen. Fahre ich auch gerne. Könnte Probleme mit dem Verkehr bekommen. Hier geht er nicht in den siebten, hier geht er aber in den vierten. Hier oben fünfter? Nee. Jetzt aber nicht den ersten, oder? Ich kann es mir vorstellen. Komische Anfahrt. Nee, erster nicht. Jetzt verstellt er am Lenkrad. Vierter Gang, ja, den zieht er hier auch knallhart durch. Hier wieder nicht in den sechsten, hier im vierten, das kenne ich. Zweiter. Jetzt hat er freie Bahn, schön. Ja, jetzt geht's auf die heiße Runde. Achter Gang. Mal gucken, wie er Kurve 1 fährt. Dritter auf dem Temporadar. Dritter Gang hätte mich schon gewundert. Vierten zieht er durch. Hier lupft er ganz schön, aber ich verliere hier im Vergleich zur Konkurrenz Zeit. Obwohl ich da nicht so krass lupfe. Vierter Gang, das war ein komisches Gegenlenken. Sieht überhaupt nicht schnell aus bei ihm, diese Kurve. Hier wird er definitiv nicht in den siebten. Und das Stück hier hinten kennen wir ja schon alles. Das ändert sich auch nicht auf einer schnellen Runde. Siebter Gang, nein, sagt er. Früher achter Gang, ganz schön früh in den achten gegangen. Sektor 1 ist in etwa wie wir, ne? Das war auch eine 22.0, hat mir die Zeiten aber nicht gemerkt. Und 29.8 hätte ich, glaube ich, im zweiten. Jetzt gucke ich hier schon mal, wann er vom 7. in den 8. schaltet. Wieder relativ früh, dritter Platz noch. 335 Sachen. 336, dritter mit einem km/h weniger. Hülkenberg, Bestzeit Sektor 1, da war sogar mal ein Schuss schneller als wir. Aber Mittelsektor kommt keiner an uns ran. Und im letzten Sektor, ja, geben wir nicht mehr. Also wir haben unsere Zeit im zweiten Sektor. Und bei den anderen beiden Sektoren praktisch plus minus null. Die ersten drei bestehen wieder aus drei deutschen Flaggen. Hamilton will noch nicht so richtig. Na gut. Dann werde ich gleich auf den gelben fahren. Oh, nur Vierter nach der ganzen Skripterei. Auf einmal eine 18.9. Für Platz 10 noch 7 Zehntel Abstand und ich werde jetzt auch den Strom voll einsetzen. Also ich darf einfach keine 1.20er fahren, sagen wir es mal so grob. 1.20 ist tabu. Ausgeschieden, bevor ich es vergesse. Perez, okay, das überrascht etwas. Pierre Gasly, Grosjean überrascht auch etwas. Sirotkin und Stroll. Beide sauber weiter und Bottas hat es geschafft.
Vielleicht fahre ich 2 Runden. Fertig. Dann die Reifen wieder maximal temperieren. Gut temperieren. Chef, sei leise. Bestätige. Was ist der Bericht? Wir warten in etwa 10 bis 15 Minuten. Oh, oh. Trockenreifen passen gerade am besten. Nasses Q3 wird wohl nichts mit Platz 1. Oh, und dann mit gelben Reifen im Verkehr. Naja, im Verkehr. Kann ich die Reifen eh nicht so gut umsetzen, wobei wir starten ja nicht von ganz her. Na, jetzt bin ich rausgefahren. Ich werde jetzt nicht reinkommen. Am Ende geht es noch schief und wir kommen in den Regen. Denke ich nicht, aber ich ziehe das jetzt durch. Ich hoffe noch nicht, dass die ersten dann zu sehr davonziehen, wenn wir nicht von ziemlich weit vorne aus ins Rennen gehen sollten. Viel Konjunktiv dabei. Zu viel. So, gelber Reifen, ihr müsst gleich Höchstleistung abliefern. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich hoffe, ich bin's auch. Fährt uns keiner vor die Karre. Schaut erstmal gut aus. Mist. Hat viel Zeit gekostet. Dreck im Spiel, Mist. Na, hier bin ich schön reingekommen. Richtig schön. Kostet auch Zeit und das gar nicht mal so knapp. Mist, 20-3. Ich fahre noch eine Runde. Zeit in. Der vierte Gang, aber hat sich auch nicht wirklich gut angefühlt. Aber 6 Zehntel Vorlauf. Ja, das war vorhin besser, bedeutend besser. Vom Gefühl her zeitlich könnt ihr sehen, ich gucke gerade nicht aufs Lenkrad. Auch Zeit verloren. Auch wieder ein wenig. Aber 8 Zehntel schneller. Eine 19-4 mit gelben Reifen. Aua. Aber leider nicht in der ersten Runde. Deswegen etwas Reifen verschmissen. Er hat die gelben aber schon verkauft. Jetzt heißt es aber auch Reifen schön schonen. Fahrer hinter mir. Ricardo hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:19,5.
Wenn ich eine endgeile Runde hinlege, dann bekomme ich eine 19-0 hin, würde ich mal grob sagen, mit gelben Reifen. Das sind bloß 4/10 und mit den ganzen Ecken, die drin waren, ja, ich würde schon sagen, wenn ich wirklich eine richtig geile Runde, die Runde meines Lebens hier in Spanien ablege, dann ist das eine 19-0. Sage ich einfach mal so. So, Platz machen. Start aus dem Kollege. Nico ist momentan auf P4. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 19,7. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Wollte nach Ricardo fragen, aber der ist ja hinter uns. So, Hintermann kommt, aber da sind wir schon weg, wenn er da ist. Dann haben wir etwas mehr Reifen verschlissen. Der kommt aber mit rein. Vorsicht, hier werden Reifen geschont. Ja, passen Sie auf. Machen Sie nicht unseren Diffuser kaputt. Das war die dritte gezeitete Runde an diesem Rennwochenende. Im Qualifying. Ja, mich ärgert es wirklich noch am meisten, dass ich erst in der zweiten Runde diese Runde gedreht habe. Und in Q3 wird es womöglich regnen. Mal gucken, ob noch irgendjemand jetzt seine Zeit auf den gelben gesetzt hat. Es wird schon ganz schön düster da draußen. Gelbe Reifen auch bei Hamilton. Na, wenn der mal nicht rausfliegt. Wobei, wenn es jetzt regnet, dann fühlt er sich ja sicher und er hat gute 4/10 Vorlauf. Gerade ist auch gar kein Super-Duper-Wagen draußen, also keiner von den, ich sag jetzt mal mittlerweile Top 4, dazu zählen wir uns jetzt auch. Also Mercedes, Ferrari, Red Bull und wir, die Top 4 Wagen, die Top 4 Teams. Sektor 2 gehört wieder uns, Sektor 1, nicht ganz, ein knappes Zehntelchen Rückstand, da ist Hülkenberg ganz vorne dran. Ja, Motorleistung sei Dank, da spürt man die wohl. Der Mittelteil ist auf jeden Fall kurvenreich, aber auch Sektor 1 ist kurvenreich. Nicht die Gerade, aber wenn es in die Kurve geht, ist es kurvenreich. Und die sind ganz schön schnell, da braucht man auch eine gute Aero. Und im letzten Sektor, ja, bin ich auch nicht verkehrt unterwegs. Überhaupt nicht so schnell wie Ricardo, aber kann sich mit gelben Reifen doch sehen lassen. Da weiß ich ja auch, dass ich vorm letzten Mal Vollgas geben geschlenkert habe. Es hat Schwung und eben auch Zeit gekostet. Aber es kriegt ein ganz anderes Gefühl. Der Gegensatz zu Aserbaidschan, da hatte ich auch im Rennen ein unsicheres Gefühl und hier flutscht alles einfach ineinander. Auf einmal fahren die eine 18-7. Okay. Naja, gescriptete Zeiten. Ich glaube, hier wird es gerade sehr deutlich. Hamilton hat es auch geschafft. Alonso, Leclerc, da war zwischenzeitlich mal drin. Van Dorn, Ericsson und Esteban Ocon, die sind raus. Ja, Force India war mal so richtig gut. Wobei im letzten... Ja, nee. Doch, im letzten Rennen, da kam ja Rosalie hinten an. Das Aserbaidschanerin haben sie ja gar nicht so schlecht bestritten. Aber die sind auf dem Leistungsdatenblatt auch ziemlich weit hintergerutscht. Ricardo auf der 1, der gehört da nicht hin. Hülkenberg nur 6/1000 dahinter. Ist es jetzt nass? Reifenfarbe, Reifenfarbe. Rot. Schnell raus. Nee, Quatsch. Alles bereit. Ja, so gerade kommt nichts runter, kein Regen. Ich korrigiere mich doch. Da kommt was runter. Mist, hätten wir vielleicht auf den Inters rausfahren sollen. Weil es in einer Runde zu nass ist. Oh, oh. Was haben die Leute hinter uns? Würde ich jetzt gerne mal wissen.
Oh Gott, es schmiert jetzt schon. Na gut, ich bin auch hier mit kalten Reifen. Bei widrigen Bedingungen. Wetterbericht. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Das war nicht die Frage. Wetterbericht. Trockenreifen passen gerade am besten. Sag mir doch... Ach, Jeff, sei leise. Ist angekommen, bestätige. Na, hoffentlich können wir da noch konkurrenzfähig schnell fahren mit den Trockenreifen. Kommt schon einiges runter. Ob es jetzt besser wäre, mit Intros zu fahren? Die Roten fühlen sich gerade nicht schlimm an, obwohl doch jetzt einiges an Wasser runterkommt. Oh Mann. Gas geben zum Temperatur reinbekommen und überhaupt, damit wir so schnellstmöglich die trockenste Strecke noch bekommen, wie es einfach nur geht. Gott, ich muss gleich auf Anschlag die Kurven nehmen. Mit anderen Modi, das kann was werden. Schwieriger als das China-Qualifying am Ende. Jetzt bin ich mal gespannt. Ziemlich gut angebremst. Dann kommt das Auto schon rum. Ist gar nichts mehr im Vergleich zu Q2. Anrundenzeit. Ja, komm schon, komm schon. Nein, nicht so. Hülkenberg wartet vielleicht ewig und hat dann eine nasse Strecke. Der Mann kommt ran, meine ich. Und der Kurve ist auch nicht mehr drin. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der Hintermann kommt deutlich ran. Das war jetzt zu aggressiv, zu viel gewollt. Der Hintermann ist auf jeden Fall angekommen. Dem ist drin, noch besser wird. Ich wage es zu bezweifeln. Ich werde es noch probieren. Ich glaube, wir werden jetzt ganz schön nach hinten sacken. Boah, ist das schmierig. Eine 30er, ja, gute Nacht. Die Strecke fühlt sich schon langsam an. Sekunden Rückstand. Ne, die Strecke ist zu langsam, zu nass. Ich versuch's noch, um vielleicht noch eine Runde zu fahren, aber ich denke mal, das wird nichts mehr. Ich kann bei weitem nicht mehr so schnell fahren wie letzte Runde. Ja, das wird nichts mehr. Oh Mann, Magnus ist immerhin hinter uns. Hier ist er noch zu einer Kollision kommt, lasse ich mal vorbei. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Wir starten mit gelben Reifen und haben vier Autos schon mal Minimum vor uns. Ich würde es aber gerne nochmal probieren. Besser wird die Strecke eh nicht mehr. Wohl zum Scheitern verurteilt. Das durften wir noch nutzen. Ne, hat wirklich 0,0 Sinn mehr. Habe ich mich auch nicht angestellt. Die Strecke ist wirklich zu langsam geworden. Hülkenberg auch hinter uns. Magnus und Hülkenberg hinter uns.
Chance mehr. Das heißt jetzt nicht noch weiter großartig Teile verschleißen. Wir starten von Platz 5. Oder es mogelt sich noch einer nach vorne, aber das kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht mehr vorstellen. Das fühlt sich dann wieder surreal an. Wenn bei diesen Bedingungen jetzt noch jemand besser fährt. Schnellste Runde insgesamt. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1,28,9. 1,3 Sekunden. Fahrer vor mir. Ricardo liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 30,2. Oh nein. Hätte mich noch mehr beeilen sollen, dann hätte ich vielleicht noch ein paar Zehntel gefunden, allein schon, weil die Strecke besser war. Naja, so ist es halt. Hätte den Wagen ja am Ende von Q2 schon vorbereiten können, aber ich hätte dennoch nachgeschaut, ob das auch wirklich alles noch stimmt. Vor allem die Reifen hätte ich nochmal geguckt. Denn die für Q3 empfohlen, die müssen ja auf jeden Fall drauf. Naja, Startplatz 5 mit gelben Reifen. Mal gucken, wie wir den hinterherfahren können. Allerdings wird die Konkurrenz eher stärker im Rennen. Naja, macht die Sache nochmal etwas spannender. Die beiden Renault stehen nicht unter den besten 4. Erst in der dritten Reihe geht's los. Und ob wir überhaupt das schnellste Team sind? Mal schauen. Das sieht echt komisch aus, wenn wir reingeschoben werden, wie das Wasser da hoch spritzt. Teilweise durch die Reifen und überhaupt, warum kommt das Wasser da so hoch? Woher kommt's vor allem? Ricardo, Bottas, Hamilton und Verstappen vor uns. Ich habe meine Zeit eine halbe Sekunde erst beim ersten Sektor verloren. Im zweiten... Da war ich schon bei der Musik und im letzten, ja, deutlich verloren. Verstappen von der 1. Hülkenberg, Magnussen, die beiden Ferrari sind noch schlechter. 8 und 9. Brandon Hartley auf der 10. Dass er überhaupt noch dabei ist, ist sowieso super. Was sagt denn das Wetter? Wird es noch besser? Nee. Denke ich nicht. Wir konnten zu Beginn auf Trockenreifen fahren, jetzt sind es nur noch 3 Minuten. Es ist Regen angesagt, wenn jetzt noch jemand schneller fährt, dann ist das Quark. Sage ich einfach mal so frei raus. Also Bestzeit vermerkt, wir sind auf der 5. Mal gucken, wie das gleich aussehen wird. Wir können ja generell so mal gucken. Ich meine... Können wir am ehesten sehen, ob sich noch jemand verbessert. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Verstappen, Hamilton und Valtteri Bottas. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Und fortgeführt Ricardo auf der 4, dann wir, dann Hülkenberg, Magnussen, Kimi, Vettel und Brandon Hartley. Hülkenberg wird hier auf den Inters gelistet. Da gab es noch 2 andere, aber die haben ihre Bestzeit nicht auf diesen Reifen gesetzt. Hülkenberg war auch mal auf den Trockenreifen zu Beginn unterwegs. Na, was das zu bedeuten hat, Hülkenberg ist einziger mit Inters bei der Bestzeit markiert, aber ist auch erst auf Trockenreifen rausgefahren. Hat er wirklich seine Zeit auf Trockenreifen mit Inters nochmal unterboten? Hätte ich vielleicht auch mal probieren sollen. Naja, Startplatz 5, das wird eine Aufgabe mit gelben Reifen beim Start. Es lief dann leider doch nicht so optimal, aber für das Renngeschehen kann das überhaupt nicht schaden. Ganz im Gegenteil, womöglich werde ich auf den gelben Reifen am Start sogar noch etwas Boden und Plätze verlieren und muss mich dann nach vorne arbeiten. Und was machen die Führenden währenddessen wieder herumeiern auf den härteren Reifen? Generell noch einen Stop mehr einlegen als wir. Wir müssen auch erstmal die Rennstrategie abwarten. Und ich schaue nochmal nach dem Qualifying. Wie sah es denn generell so mit den Stops der Konkurrenz in der letzten Saison aus? Also, wie gesagt, mal abwarten. Bis dahin, macht's gut. Und ciao, tschüss.